Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wer sucht, der findet. Ja, ich habe mir mal meine Neuzugänge-Kiste hier an die Seite gestellt und bin wieder total unvorbereitet. Aber gar nicht schlimm, wir legen einfach direkt mal los. Ja, ich war auf Spock unterwegs und habe mal wieder ein bisschen Futter gefunden. Und zwar kam da ein Umschlag ins Haus geflattert, in dem drei Artikel drin waren. Und zwar war da zum einen für die PS3 Prince of Persia, die, wie auch immer man das nennen soll, klassische Version davon, bevor es diesen neuen Stil bekommen hat. Die Disc sieht super aus, ist komplett. Ja, also dieser, ja, keine Ahnung, wie man diesen Stil nennt, so ein bisschen cel-shaded, oder? Keine Ahnung. Aber bevor das diesen erwachseneren Stil bekommen hat, sage ich jetzt mal, ja. Das war in dem Paket und ein bisschen Futter für meine Vita. Und zwar Resistance Burning Skies mit Download-Code. Und im Moment ist es die Anleitung. Nein, es ist ein Werbezettelchen. Und als nächstes gab es da noch Army Corps from Hell. Of Hell, Entschuldigung. Ja, ist ein Fighting Game. Da war tatsächlich sogar eine Anleitung drin. Auch ganz interessant. Und zusammen gab es das ganze Paket für 15 Euro. 5 Euro pro Titel inklusive Versand. Passt. Ist wunderbar. Joa, dann geht's direkt weiter mit einer Kleinigkeit, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. War auch leider an dem Tag das einzige, was ich gefunden habe. Ein PS3 Controller im Brasilien Design. Ja, ich habe mir gedacht, komm, für einen Euro nimmst du den mit, habe ihn geladen, er funktioniert einwandfrei und liegt sogar tatsächlich ziemlich gut in der Hand. Er hat hier so ruhige Riefen, oder was heißt Riefen, so nachempfundene Finger, ist von Big Ben, also der liegt richtig schön in der Hand, hat eine gute Schwere und funktioniert einwandfrei. Na gut, die PS3 ist jetzt gerade nicht in der Nähe, deshalb klingt er sich hier gerade dumm und dämlich. Ja, für einen Euro dachte ich mir, kann man das Ding mal mitnehmen. So, dann geht es weiter mit einem PlayStation 2 Spiel, gefunden so auf Spock als Einzelartikel. Und zwar war das Der Weiße Hai, das Spiel für die PlayStation 2. Ja, das Ganze leider ohne Anleitung, aber die Disc sieht ja noch ganz okay aus. Hab bezahlt 5 Euro mit Versand. Und es ist ein etwas selteneres Spiel. Hier oben ist ja auch wieder der Preis eingeblendet. Bin mal gespannt. Ich habe es noch nicht gezockt. Habe mir ein Gameplay-Video davon angeguckt. Ja, sieht ganz lustig aus. Aber ob es auf Dauer fesseln kann, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Aber ja, ist ehrlich gesagt hauptsächlich gekauft worden, weil ich wusste, dass es einiges mehr wert ist als die 5 Euro, die ich bezahlt habe. Ich glaube, es liegt so bei 20, 25 Euro rum. Aber im kompletten Zustand. Ja, war ganz lustig. Ich habe es jetzt tatsächlich sogar doppelt. Ich dachte eigentlich, ich hätte es gar nicht in der Sammlung und wusste, dass es ein bisschen mehr bringt. Aber jetzt habe ich es doppelt. Also, falls es jemand braucht, bitte melden. Weiter geht's. Dann hätten wir... Ups. Ja, ich schmeiß mal wieder weg. Dann war ich wahrscheinlich mit das letzte Mal in unserer Videothek, die um die Ecke, die bald zumacht, und habe mir Infamous mitgenommen. In dieser interessanten Edition hier. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob es komplett ist. Da war so ein Schuber drin. Also mir hat die Edition einfach gefallen, sonst hätte ich es nicht mitgenommen. Mit Disc. Und hier ist so ein... Ja, hier ist die Anleitung noch drin. Da gehört, glaube ich, noch ein Artbook zu, was jetzt hier leider nicht drin war. Aber ich habe mir gedacht, komm, die Edition gefällt dir. Das Spiel hast du noch nicht. Und für einen Fünfer nimmst du es mit. Hat gepasst, soweit. Zusätzlich habe ich da noch diese Hüllen hier mitgenommen. Na, im Moment ist vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel gewesen. Nehmen wir mal die hier. So, einen ganzen Stapel von diesen Hüllen hier habe ich mitgenommen. Und zwar sind die aufgebaut wie DVD-Hüllen, nur im Kleinformat. So, und jetzt
habe ich, mal gucken, was war da vorher drin? 4 Stunden privat. Ah ja, ich glaube, das war wohl ein Porno oder sowas. Naja, egal. Ja, das sind diese Norris-Boxen, diese typischen Boxen aus den Videotheken, die hinten im Regal stehen haben, wo die Discs dann tatsächlich drin sind. Die gab es geschenkt, so einen ganzen Stapel. Eigentlich habe ich es als Bastelobjekte mitgenommen. Ich will mal gucken, was ich hier unter Umständen draus basteln kann. Also das Ding hier rausmachen und vielleicht für Gameboy-Module oder sonst was, weil die haben fast die gleiche Größe wie die Hüllen für den Nintendo DS. Sie sind ein kleines Stückchen länger. Aber von der Höhe her und von der Breite her ähneln sie sehr, sehr stark den amerikanischen Nintendo DS-Hüllen. Jo. Bastelobjekt. Wir werden sehen, was die Zukunft aus den Dingern macht. Oder was ich in Zukunft aus den Dingern mache. Dann stand ein Besuch an. Und zwar hat mich der Money, aka Strohartefakt, besucht. Und wir haben hier fast einen halben Tag so ein bisschen rumgedümpelt, haben uns unterhalten. Also haben uns zum ersten Mal in Natura getroffen. Und haben ein bisschen gezockt, war ein unheimlich toller Tag, hat unheimlich Spaß gemacht. Und ja, der Manni, der hat mir auch 3 Gastgeschenke mitgebracht. Und zwar zum einen Pokémon Schnapsi dir alle. Einen Schlüsselanhänger in diesem Plastik, also so gummimäßig ist der. So, was kann ich genau, so geprägt, glaube ich, nennt man das. Dann hat er mir mitgebracht ein LCD-Spiel von Sonic. Auch nett. Hatte ich so noch nicht. Das ist eins von diesen McDonalds-Spielen und ich glaube, es funktionierte sogar. Jawohl. Das tut was. Schnell wieder ausmachen, bevor es gleich Geräusche macht. Ja, und dann hat er mir noch mitgebracht einen Original-Nintendo-Pin. Sehr, sehr toll. Vielen Dank dafür nochmal, Manni. Weiter gab es einen Kleinanzeigenfund, aber über Facebook. Und zwar habe ich das gestern erst abgeholt, war schon länger auf der Suche nach diesen Dingen. Und zwar gab es eine Wii Guitar Hero Gitarre von Brooklyn. Oder eher gesagt 2 davon. Pack die direkt wieder weg, weil sonst ein bisschen zu viel wird hier auf dem Tisch. Da ist nochmal die 2. Dann habe ich bei der netten Dame noch mitgenommen ein paar Blu-rays. Und zwar Children of Man, Terminator die Erlösung, Terminator 3 Rebellion der Maschinen und The Happening. Und dann gucke ich so in die Kisten rein und denke so, ach guck an, das könnte doch was Interessantes sein für einen von deinen Kollegen. Turtles im Reich der Saurier. Hatte sie tatsächlich noch so eine VHS da rumfliegen. Boah, die hat schon bessere Zeiten gesehen, aber als Gimmick für einen von meinen Sammlerkollegen ist das definitiv eine schöne Sache, denke ich mal. Also wer das hier haben möchte, Jungs, der darf sich gerne melden. Ja, und zusammen habe ich bezahlt für die 2 Wii Guitar Hero Gitarren, die 4 Blu-Rays und die VHS 25 Euro. Fand ich top. Ja, dann kommen wir zum vorletzten Posten für diesen Monat. Für diese Woche. Das war ein Kleinanzeigenfund. Und zwar habe ich sie endlich, meine Gameboy OVP. Ja, die hat, es gibt schönere. Die hat schon bessere Zeiten gesehen. Hier hat jemand versucht, den Karstadt-Aufkleber abzuknibbeln. Aber alles in allem ist die äußerlich in Ordnung. Ich würde eine 2 minus bis 3 geben. Sie hat keine Risse, sie hat nur hier so ein paar Dellen, sage ich jetzt mal. Sieht hinten auch noch ziemlich gut aus. Also hier ist halt eben so der typische Abrieb. Und da drin war... Also äußerlich sieht sie besser aus als drin, muss man dazu sagen. So, da drin waren 3 Spiele. Turtles, Super Mario Land, Super Mario Land 2. Ein Werbezettel von Nintendo. Ein ziemlich schön aussehender Game Boy.
der aber leider ein paar Deadlines hat. Also ich habe den, hatte den getestet und der hat rechts und links ein paar Deadlines. Aber da werde ich gucken, dass ich den irgendwie repariert kriege. Der ist komplett. Das Display sieht noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also hier das Glas sieht noch super aus. Und der ist kaum vergilbt. Also das fand ich toll, dass der da so dabei war. Und dann hat die nette Dame irgendwie vergessen, da die Anleitung rauszuholen. Da war noch eine Anleitung von Tetris, Bugs Bunny und die eigentliche Anleitung vom Gameboy dabei. Und was ich immer schön finde, da schaut es euch an, der Gameboy hat mal 159 D-Mark gekostet, so wie es aussieht. Also Wahnsinn, was da für Preise über die, oder was da für Geld über die Ladentheke ging. Moment, Fokus. Kriegen wir das heute nochmal hin? Jetzt. Ja, absolut krass, oder? Ihr seht, kommt aus München das Ganze. Da ist noch das Link-Kabel dabei. Und das war noch nicht alles. Moment, ich guck mal, dass ich das hier wieder ein bisschen weggepackt bekomme. So, ja, leider hat die hier hinten, da ist scheinbar irgendwie mal heiß geworden. Das ist nicht rausgebrochen, das ist geschmort. Und der Deckel fehlt, nebst ein paar Kleinigkeiten. Aber gut, mir kam es sowieso eigentlich hauptsächlich auf die OVP an, dass ich mir die schön ins Regal stellen kann. Dann reicht mir das auch erstmal so, wie es jetzt in dem Zustand ist. Und dazu gab es noch eine Charging Station, ein Netzteil, Batterieadapter, Batterieset, wie auch immer die Dinge heißen. Die Originalverpackung ohne Inlay mit dem eigentlichen Teil. So, da könnt ihr es sehen, nichts mehr drin. Ja, und zusammen habe ich bezahlt für die Gameboy OVP mit allem drum und dran, für den hier und die drei Spiele 35 Euro inklusive Versand. War, glaube ich, ein guter Deal. Auch in dem Zustand. Ja, und dann kommen wir eigentlich so zu meinem persönlichen Highlight der letzten Tage, Wochen. So, da war ein kleiner Cut, weil vorhin mein Akku den Geist aufgegeben hat. Ja, dann palabere ich halt eben das Ganze nochmal neu. Ja, mein absolutes Highlight diese Woche war ein Paket, oder eher gesagt waren zwei Umschläge, die ich von einem Fan auf YouTube bekommen habe. An dieser Stelle liebe Grüße, Thomas. Der Thomas, der hat auch, wie ich hier unten jetzt gleich einblende, und da oben einen YouTube-Kanal, der fängt frisch damit an, ist noch recht jung. Und der Thomas, der wollte mir ursprünglich eigentlich nur eine PS1 abkaufen und ein paar Spiele dazu, also hauptsächlich Renn- und Fußballspiele. Und da ich schon mal erwähnt habe, PS1 wird mir ja zugeschmissen mit, hat er die auch recht günstig von mir gekauft. Und er wollte mir aber das Geld im Umschlag zukommen lassen, also nicht überweisen oder sonst wie. Da habe ich mir nicht viel bei gedacht, solange er dann das Risiko übernimmt, ist mir das meistens egal. Und ja, auf einmal sind mir hier zwei Pakete oder eher gesagt Mini-Päckchen ins Haus geflattert und ich habe mich schon gefragt, wo kommen die denn her, weil ich gar nichts erwartet habe. Ja. Und da mache ich das erste auf und da kommt mir das hier entgegengefallen. So, wie ihr schon seht, da ist ein kleines Post-it drauf gewesen plus Brief und das gehe ich schon gerade beiseite und Fit for Fun, der interaktive Ernährungscoach. Naja, gut. Habe ich mir gedacht, kann man nicht viel mit falsch machen, als Leerhülle oder sonst wie. Aber dann gucke ich da rein, dann ist da tatsächlich der angepriesene Brief drin, wo ich aber nicht weiß, ob ich ihn vorlesen darf. Da habe ich den Thomas vorher vergessen zu fragen. Also an der Stelle, es war ein sehr, sehr lieber und netter Fanbrief dabei. Hat mich ultra gefreut, also sehr, sehr nett. Und in dieser Hülle war Pokémon Heart Gold drin. Ja, hat mich absolut überrascht. Ich war baff. Ja. Da war das und dann war noch was Zweites drin. Und zwar, muss ich gerade ein bisschen zuhalten, dieses hier. Und das war gut verpackt. Also es war komplett in Papier eingepackt. Und da war dann nur diese Achtung Leerbox. Und dann stand da drauf auf der Rückseite oder doch nicht. Ja, dann habe ich das ausgepackt und da blitzte mir das hier entgegen. Ja, und da war dann das Fit for Fun drin. Dann ein Tom and Jerry Tales für den Game Boy Advance sowie die Maus für den Game Boy Color. Ja, also eine Leerhülle und noch ein paar extra Games als, ich sag mal, Kanalspende. Fand ich super, absolut nett. Ja, und als wäre das nicht genug gewesen, kam dann auch noch ein zweiter Brief.
oder ein zweiter dicker Umschlag. Und als ich den dann geöffnet habe, kam mir das hier noch entgegen. Und da war dann tatsächlich das vereinbarte Geld drin, was er mir schicken wollte für die PS1. Ja, und halt eben Matapong, der erste Teil. Sehr, sehr schönes Spiel. Leider habe ich es schon. Also ich werde den Thomas mal fragen. Mit seiner Erlaubnis wird das bei Gelegenheit mal verlost. Man wandert das in den Lostopf. Ist ein absolut toller Titel. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Ist ab einem gewissen Punkt aber auch sehr, sehr fordernd und schwer. Aber absolut toll. Ja, das hat so die Woche komplett gemacht. Das hat mich die Woche noch am meisten gefreut, das Ganze. Hätte nie gedacht, dass ich mit meinem Kanal irgendwann mal Fans haben würde. Also Fans haben würde. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Aber ich fand's toll. Sehr, sehr liebe Geste vom Thomas. Eigentlich viel zu viel, was er mir da geschickt hat. Dafür, dass er noch recht jung ist und alles selber erst anfängt zu sammeln. Und ich habe ihm auch ein paar Sachen noch mit in sein Päckchen reingelegt. Als, wie, ich sag mal, Wiedergutmachung. Ja, und damit wären wir sogar schon am Ende für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Suchen und Finden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.